Deswegen haben wir, auch ich, alle möglichen, die ich zu fassen kriegen konnte, dort dazu befragt. Eben nicht nur die beiden Damen, sondern eben auch andere, die dabei waren. Auch übrigens ein, zwei, die vom Korrektiv, wenn sie denn überhaupt da waren, nicht erfasst wurden. Aber die wollen natürlich ungehört bleiben und ungenannt bleiben. Die geben uns allen das gute Gefühl und das, die Gewissheit, das hat so nicht stattgefunden. So, Punkt. Liebe Zuschauer, liebe Freunde der Werteunion, liebe Mitglieder, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein heutiger Gast ist Stellvertreter von Dr. Maaßen. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Werteunion. Er ist Admiral und er war Inspekteur der Marine. Einen schönen guten Tag, Herr Schönbach. Moin aus Friesland. Herr Schönbach, für unsere Zuschauer und auch für mich, ich weiß es auch nicht, was macht eigentlich ein Inspekteur der Marine? Inspekteur der Marine ist der oberste Vorgesetzte einer sogenannten Teilstreitkraft. Es gibt davon drei Stück: Heer, Luftwaffe, Marine. Es gibt auch noch andere sogenannte Organisationsbereiche, wie Zentraler Sanitätsdienst. Und dann ist man, wie gesagt, der oberste Vorgesetzte. Man ist der Ansprechpartner für die Bundesregierung, wenn man so will, für den Generalinspekteur und den Minister, für den Fachbereich oder den Bereich Marine. Das ist eigentlich so das Wesentliche. Es ist ein zunehmend mehr politischer Job als denn tatsächlich der Stellvertreter, der sich Befehlshaber nennt, der wirklich Truppe führt. Wir sind vor ziemlich genau 2 Jahren, am 22.01.2022, von der damaligen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht entlassen worden. Können Sie unseren Zuschauern, wir haben ja in den letzten Wochen, Monaten so viele tausend Abonnenten dazu gewonnen hier beim Werteunion-Kanal, können Sie unseren Zuschauern, die Sie noch nicht kennen, einmal erklären, was damals vorgefallen ist? Es ist einfach so, ich war im Zuge des Besuches der Fregatte Bayern, die auf einer Auswärts- oder einer Außenreise war in Richtung Fernost, eben auch in Indien, sehr gern Halt machend, bin ich dort gewesen. Da unterstützen wir üblicherweise mit der Admiralität oder mit anderen Repräsentanten einen solchen Besuch. Und im Zuge dieses Besuches war ich eben in Neu-Delhi und habe nach dem offiziellen Teil in einem Inoffizium, wenn Sie so wollen, in einem Think Tank mitgesprochen, habe dort eine kurze Ansprache gehalten. Diese Gesamtveranstaltung dauerte 3 Stunden und ein Teil dieser Veranstaltung wurde aufgezeichnet, der spätere Teil. Und in diesem späteren Teil habe ich mehrere Aussagen gemacht, die aus meiner Perspektive, und da bleib ich bis zum heutigen Tage, relativ wenig spektakulär waren. Die Zahl kann sich ja mal leicht aufzählen. Das eine war das, was Sie auch im Fernsehen bzw. auch im Internet lesen konnten. Die Krim, also die Halbinsel Krim, sei weg. Mit Blick auf die Russland-Ukraine, die Krim sei weg und käme nicht wieder. Putin verdiene Respekt. Und ich hätte es für Nonsens gehalten, zu glauben, dass die Russische Föderation einen Krieg vom Zaune bricht, nur um ein kleines Reststück des noch nicht besetzten Donbasses zu erobern. Wichtig zu wissen ist dabei, dass diese Veranstaltung eben, weil sie schon so lange lief, für alle eindeutig klar war, wie der Kontext war, wie jeder die andere jeweils andere Position zu verstehen hatte. Und dieses ist dann, und das hat auch meine Ministerin, damals Frau Lambrecht, auch der Generalinspekteur, der mir das attestiert hatte, gesagt, wir wissen, dass es aus dem Kontext gezogen ist, wir wissen, wie sie ticken. Aber wir haben unter dem Druck, unter dem wir jetzt stehen, keine andere Möglichkeit. Und wir müssen O-Ton, Sie, die Ministerin, pressetechnisch über den Tag retten. Und deswegen müssen Sie vom Amt zurücktreten. Und bei der Gelegenheit hat man nicht nur das gemacht, sondern man hat mich dann in den sogenannten einstweiligen Ruhestand versetzt. Und damit bin ich aus der Bundeswehr ausgeschieden. Gut, Frau Lambrecht hat dann ja auch nicht mehr so lange durchgehalten und ist dann auch zurückgetreten. Herr Schönbach, kommen wir zur Werteunion. Sie sind zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt worden im letzten Jahr. Wie sieht es im Moment aus vor der Parteigründung? Welche Aufgaben haben Sie und welche Probleme gibt es vielleicht? Also wir haben uns in Erfurt, Sie haben es schon angesprochen, in Erfurt mit großer Zustimmung, 95% plus, dazu entschlossen, diese Partei nun zu gründen. Wobei ganz wichtig ist, insbesondere für die Damen und Herren, und jetzt von meiner Seite natürlich bitte auch nochmal Gruß an alle, die es dann auch sehen.
Wir haben uns entschlossen, nicht nur jetzt den Verein in eine Partei umzuwandeln, sondern ganz wichtig, der Verein bleibt weiterhin bestehen. Für denjenigen, der also in einer seiner alten Partei bleiben möchte und lediglich, das heißt lediglich, wichtig auch eben für diesen Verein zu arbeiten, der bleibt gerne auch im Verein. Und derjenige, der das darüber hinaus machen möchte oder vielleicht sogar nur in der Partei arbeiten will, der kann dies tun. Mitte Februar ist angedacht in Bonn oder um Bonn herum. Das Datum ist der Samstag, 17. Februar jetzt annonciert. Wo der genaue Ort ist, kann ich im Moment tatsächlich noch nicht sagen, weil ich es schlichtweg nicht weiß. Und es sind in der Tat eine Menge Dinge zu tun. Das eine ist natürlich das rein organisatorische, um jetzt zügig natürlich auch diesen Gründungstag entsprechend zu gestalten. Wer wird eingeladen? Wer sind diejenigen, die das gründen? Mit entsprechenden Pressevorbereitung, Pressebegleitung, Pressenachbereitung. Aber das ist ja nur ein kleiner, vermeintlich formaler Akt. Die eigentliche Arbeit, die läuft auch schon im Hintergrund. Das ist die Arbeit, dass jetzt das Grundsatzprogramm geschrieben wird. Das ist notwendigerweise wichtig, um es beim Bundeswahlleiter oder in unserem Fall aktuell einer Bundeswahlleiterin vorzulegen. Dazu gehört die Satzung, dazu gehören verschiedene Schiedsgerichtsordnungen und. Das ist eine ganze Menge Wust an Bürokratie, typisch in Deutschland, aber auch richtig und wichtig. Und wenn das alles zusammen ist und das dann vor Ort dann auch irgendwann, sag mal, geklärt, also zugestimmt wird durch die Bundeswahlleiterin, dann kann die Partei ja ihre eigentliche Aufgabe als Charakter einer Partei aufnehmen. Und das ist noch ein Stück Weges zu gehen, aber mein Gott, wir sind guter Hoffnung. Nun gibt es ein Video, wo ein Mitglied der Linken beschreibt, wie man vorgeht gegen bestimmte, ja, Hotels, Restaurants und so weiter, Veranstaltungsorte, an denen sich die AfD und jetzt auch die Werteunion treffen möchte. Wir haben da eine junge Antifa-Gruppe. Ich freue mich, dass sie da echt was machen. Es sind auch noch andere Linke dabei, außer mir. Und die haben auch nichts dagegen, dass so die Älteren wie ich ein bisschen da sind. Es läuft dann so, wenn die AfD versucht, in der Kneipe was zu machen, dann sind wir rechtzeitig da, reden freundlich mit dem Wirt, damit er die wieder auslädt. Wenn er sie nicht auslädt, reden wir nochmal, nicht ganz so freundlich. Und wenn das noch nicht gereicht hat, gibt es weitere Möglichkeiten, die ich hier nicht öffentlich darlegen möchte. Ja. Also mein Grundsatz ist hier, der gilt für die Antifa wie auch für die Linke. Machen müssen wir, nicht rumjammern. Vielen, vielen Dank, Reinhard. Damit kommen Welche Probleme gibt es da in der Praxis? Haben Sie Probleme, einen Veranstaltungsort zu finden? Also, ich würde jetzt lügen, wenn es ganz leicht gewesen wäre, einen zu finden. Wir haben also jetzt zwei, ohne das jetzt hinaus zu posaunen, zwei, die wir jetzt im Fokus haben, die beide uns zugesagt haben, dass sie uns nehmen wollten. Jetzt geht es einfach um die Frage des Geldes, Vertragsverhandlungen und so weiter. Bei beiden wäre sichergestellt, dass eine, sagen wir mal, Außeneinwirkung nahezu unmöglich ist. Aber Sie haben recht. Ich kenne das Video natürlich auch. Das ist letztlich auch für die Linke beschämend, weil man glaubt, dass man im Kampf gegen vermeintlich Rechte alles machen darf, dass alles erlaubt ist. Aber gut, wir haben jetzt im Moment insofern ein gutes Gefühl. Wir kriegen die Location, wir haben das Personal zusammen, wir haben die wesentlichen Schritte gemacht und jetzt muss es dann nur noch durchgeführt werden, jetzt in knapp 2,5 Wochen. Und dann denke ich, haben wir das im Sack. Gut. Also es sind zwei zur Auswahl. Es ist noch nichts unterschrieben, richtig? Nein. Okay. Jetzt ist die Werteunion ein Verein und hat dementsprechende Strukturen. Es gibt Landesverbände, es gibt auch Ortsgruppen, es gibt Stammtische der Werteunion. Ist das eher ein Vorteil oder ist es eher so, dass das ja ältere Strukturen sind und es wäre besser, jetzt diese Strukturen als Partei neu aufzubauen? Das ist, Herr Renner, da sprechen Sie natürlich eine wichtige Diskussion an. Und das ist weniger eine Diskussion, sondern eine Frage, wie gehen wir jetzt organisatorisch vor? Wir haben, wenn man jetzt mit dem 95-prozentigen Plusergebnis, mit dem wir auf dieser Mitgliederversammlung die Partei auf den Weg gebracht haben, wenn wir das jetzt hochrechnen wollten auf unsere 6, vielleicht auch irgendwann mal bald in Kürze 7.000 Mitglieder, dann muss man ja damit, oder darf man davon ausgehen, dass die allgemeine Bereitschaft in dieser Partei entweder sich zu engagieren oder mitzumachen oder sie mitzutragen groß ist.
Diskussion, die ich auch, ich bin ja auch Vorsitzender des Nordverbandes, einer der vier zwischen Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg, die Länder. Da gibt es auch die Diskussion, machen wir jetzt Parallelstrukturen? Also hat der Verein weiterhin seine Struktur, die er auch zweifelsohne behält. Und gibt es daneben noch eine weitere Struktur mit möglicherweise einer großen Schnittmenge an Mitgliedern, die ja dann auch in der Partei sind? Macht es dann Sinn, das zu trennen? Oder gibt es eine Möglichkeit, dass man sagt, wenn wir einladen zum Vereinsmitglied, zu einer Vereinsveranstaltung, dann kann man das auch mitnutzen für eine Parteiveranstaltung und umgekehrt. Das wäre jetzt, sagen wir mal, nur das Miteinander, das Treffen. Wenn es nachher um die Frage geht, Kreisverbände, Bezirksverbände, Landesverbände nicht nur zu gründen, sondern eben auch abzustimmen, Geschäftsordnung und so weiter und so fort, das muss natürlich auch noch gemacht werden. Und da sind wir aber noch in der Diskussion. Sie merken schon, das ist noch eine ganze Menge an Arbeit, auch Gedankenarbeit zu machen, wie es am besten laufen soll. Aber auf Ihre Eingangsfrage, ist das ein Vorteil? Ich meine, wir haben das schon. Wir brauchen jetzt nicht wieder völlig bei Null anzufangen, sondern wir haben eben solche Stammtische, Kreis- und Bezirksversammlungen. Und ich glaube, das spielt uns in die Hände. Ja, ganz im Gegensatz zu BSW, das letzte, was ich gehört habe, dass die BSW irgendwas um die 50 Mitglieder hatte, kann natürlich sein, dass die Partei jetzt stark gewachsen ist. Sie haben es angesprochen, in der Werteunion im Verein sind bald 7000 Mitglieder registriert. Kommen wir mal zu Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht ist eine Person, die bundesweit enorm bekannt ist. Im Gegensatz zu Dr. Maaßen und zu Dr. Krall wird sie häufig zu Talkshows eingeladen. Jeder kennt ihr Gesicht. Sie ist halt in Deutschland bestimmt, hat sie eine ja, Bekanntheitsquote von 90%, wenn nicht mehr. Hingegen bei Dr. Maaßen und Dr. Krall sagen viele, die beiden sind nur in der alternativen Blase bekannt. Wie schätzen Sie das ein? Welche Rolle spielt das in Bezug auf mögliche Wahlerfolge? Ja, das kann man ja nicht so völlig von der Hand weisen. Es geht ja jetzt für uns auch erst los. Also Maaßen, würde ich jetzt sagen, ist für das politisch interessierte Publikum nicht nur im Bereich der Blase bekannt, das ist sicherlich darüber hinaus. Das kann man trotzdem mit Sarah Wagenknecht nicht vergleichen. Ich glaube, da trete ich ihm hier auch nicht zu nahe. Für Krall mag das noch in der Tat noch eher der Fall sein, aber das ist genau jetzt der Punkt. Jetzt heißt es, wir müssen Wahlkampf machen. Jetzt eigentlich praktisch mit dem ersten Tag. Weil zum einen stehen die Wahlen im Osten an. Für die Europawahl ist es für uns das noch nicht das Thema, aber spätestens im nächsten Jahr. Das heißt, das Gesicht muss bekannt gemacht werden. Solche Interviews, wie Sie sie jetzt hier auch durchführen, in der Tat muss auch gemacht werden. Ich erinnere mich, ich glaube, Maaßen war ein einziges Mal bei Markus Lanz. Das hat aber seinerzeit damit zu tun, mit seiner Entlassung. Das heißt, dort müssen wir versuchen, irgendwie reinzukommen. Aber natürlich ist es so, wir sind ja jetzt seit jüngstem plötzlich zu einer vermeintlich ganz rechten Partei gemacht worden oder einer rechten Organisation, was völliger Mumpitz ist. Aber das spielt für die Masse natürlich keine Rolle. Denen will man natürlich keine Bühne geben. Deswegen müssen wir alle anderen Bühnen nutzen, müssen versuchen, daran zu arbeiten. Nicht nur versuchen, wir müssen daran arbeiten und das wird uns auch gelingen. Ich beziehe mich aber auf eine INSA-Umfrage, die jetzt ganz vor kurzem gemacht wurde. Dazu habe ich gestern nochmal im Fernsehen gesehen. Eine Umfrage des Silver-Instituts. Da wird deutlich, dass es also so unbekannt die Werteunion nicht ist. Und ich traue es mich ja kaum zu sagen, aber die jetzt ja mittlerweile sich langsam auflösende Fake-Recherche von dem Rechercheteam Korrektiv hat uns in puncto Bekanntheitsgrad, wenn auch das natürlich nicht das ist, was wir uns gewünscht hätten, Bekanntheitsgrad Werteunion in der Gesellschaft eigentlich eher in die Karten gespielt. Jetzt beschäftigt man sich damit und nochmal auf diese INSA-Umfrage, um zurückzukommen. Es heißt dort, dass gesichert 5% der befragten Wahlberechtigten sagen, sie würden definitiv die Werteunion als Partei wählen und zu einem Potenzial bis zu 15% könnten sich dies vorstellen. Also, ich denke, man kann es nicht vergleichen mit Sarah Wagenknecht, die aber auch nur eine Person ist. Aber ich denke, wir haben die besseren Themen, wir haben die besseren Lösungen und am Ende haben wir auch die besseren Leute. Ja, Personal ist ja ausreichend vorhanden in dem Sinne. Es Ja. gibt viele alte Politprofis, die früher der CDU und der CSU angehört haben. Ja, kommen wir nochmal auf das private Treffen in Potsdam zurück. Da scheint sich ja im Moment was zu drehen.
Korrektiv hat zugegeben, dass dieses Wort Deportation nie gefallen ist. Viele wissen es, ja, Abschiebung, wenn man es ins Englische übersetzt, heißt das im Englischen Deportation. Dieser Begriff ist in Deutschland natürlich sehr stark negativ belastet und wird mit den, ja, Deportationen der Juden im Dritten Reich gleichgesetzt. Wie sehen Sie das? Wie sehr hat es der AfD geschadet und wie sehr ist die Werteunion davon betroffen? Und dann muss man ja auch sagen, was interessant ist, dass bei diesem Treffen 5 Mitglieder der CDU dabei waren und das kaum in den Medien erwähnt wird. Ja, also was Sie schon sagten, und ich hatte es in der vorangegangenen Frage schon mal kurz angedeutet, Ad 1, es dreht sich in der Tat, es wird jetzt nicht nur deutlich, dass dieses Wort nicht gefallen ist, und daran würde es ja nicht auch alleine hängen, sondern auch wir in der Werteunion, und da war ja auch letzten Endes auch, das kann ich für mich ganz persönlich sagen, ein großes Interesse daran, das insofern aufzuklären, weil auch ich als stellvertretender Bundesvorsitzender, ich schätze mal auch alle anderen, nicht wollten, das wäre das so gewesen und hätte das so stattgefunden und vor allem wären diese Aussagen gefallen, dass ich nicht will, dass jemand, der in der Werteunion überhaupt ist und geschweige denn ein Amt hat, tatsächlich dort das einfach stillschweigend mitmacht. Deswegen haben wir, auch ich, alle möglichen, die ich zu fassen kriegen konnte, dort dazu befragt, eben nicht nur die beiden Damen, sondern eben auch andere, die dabei waren, auch übrigens ein, zwei, die vom Korrektiv, wenn sie denn überhaupt da waren, nicht erfasst wurden, aber die wollen natürlich ungehört bleiben und ungenannt bleiben, die geben uns allen das gute Gefühl und das, die Gewissheit, das hat so nicht stattgefunden. So, Punkt 1. Das ist für uns erstmal wichtig. Und dadurch, dass jetzt Korrektiv auch selbst zurückrudert, und aber auch große Printmedien jetzt zumindest eine andere Darstellung zumindest zulassen, als das in der Anfang der Fall ist, denke ich, wird das nicht mehr lange dauern und dann ist, dann fällt das, zerfällt das alles komplett. Aber Sie wissen ja, wie es läuft, Herr Reinhardt. Wichtig ist nur, dass mit Dreck bewerfen und hoffentlich was hängen bleibt. Und letzten Endes ist das die Art und Weise, wie letztens hier Politik und Medien gemacht wird. Hat es der AfD geschadet? Ich kann das nur aus dem, aus den Medien entnehmen, sei es nun öffentlich-rechtlich oder eben auch hier im Internet. Gut, die AfD ist nicht mein Thema, aber ich habe so den Eindruck, dass es ihr nicht geschadet hat. Hat es uns geschadet, wenn wir die Eintrittszahlen sehen und die mit einer welchen Begeisterung wir auch persönlich teilweise angeschrieben werden, die sagen, wir wollen mitmachen, wir machen das, das ist eine Kampagne, das ist unerhört. Denke ich, dass es uns nicht wirklich geschadet hat. Aber wie gesagt, die AfD ist für mich kein Thema. Für uns ist es wichtig, dass wir daher auf diesem Ziel weitermachen und dass wir auch klar zeigen, wer wir sind. Wir sind liberal-konservativ. Und ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt. Wenn es wirklich gegen Rechtsextreme, und wir bleiben mal tatsächliche Rechtsextreme, ginge, bin ich sofort mit dabei. Erste Reihe, Demo, Bannerträger. Aber bei der Gelegenheit, bei der Art, wie jetzt mit uns umgegangen wird, klingt das uns doch mehr nach politischer Marktbereinigung, die im Vorfeld der Gründung der Partei Die Werteunion einfach, wir sollten so stark beschädigt werden, dass wir weniger gar keinen Fuß auf den Boden kriegen. Aber ich denke, die Menschen haben das erkannt. Gut, man kann es auch so betrachten, dass es eventuell ein Bumerang ist, gegen die Regierung, die ja dieses ganze Korrektiv, ja, wie soll man das nennen, dieses Korrektiv, sie nennen sich ja Pressehaus, mit unterstützt. Ja. Und die Leute von Korrektiv verstricken sich ja auch immer mehr in Lügen. Ja, Herr Schönbach, möchten Sie Da, uns... darf ich eine Sache noch, die mir noch mal ganz wichtig wäre. Wenn man denn, und das ist ja, Sie sind, gut, Sie sind ja natürlich Journalist, das ist was anderes. Ich bin ein ganz einfacher Mediennutzer. Und für alle diejenigen, die sich das jetzt anschauen, vielleicht nicht nur uns einfach schlichtweg zugeneigt sind, sondern auch kritisch sind, auch vielleicht sich das anschauen, ich will mal hören, was dieser Schönbach da erzählt. Ich ganz normal als einfacher Mediennutzer hätte mir von Korrektiv oder von anderen, die das da mitpromoten, eine Sache gewünscht, die ich finde, nie weder rechtspopulistisch noch linkspopulistisch noch sonst irgendwas, nämlich einfach nur vernünftig. Ich würde gerne mal einen Beweis sehen. Irgendetwas. Aber der kleinste Beweis, den man einfordert, wird A, nicht vorgelegt, keine Tonmitschnitte, nichts, gar nichts, keine Einladungsschreiben, Gästelisten, sonst irgendwas, nichts wird vorgelegt. Aber es wird einfach zum Faktum erklärt. Und jeder, der das hinterfragt, wird quasi schon fast zum Rechtsextremen oder zum Nazi selbst gemacht. Das darf nicht sein. Und das müssen wir auch auf jeden Fall in der Zukunft, müssen wir da schärflichst darauf achten. Und da müssen wir sofort gegen angehen. Das kann doch wirklich nicht sein, dass auch die Regierung und auch andere darauf anspringen, sondern es einfach gewähren lassen.
Das letzten Endes bringt Politik ins Zwielicht. Und noch ein weiteres, jetzt, wenn ich drüber wegrede, Darf ich kurz ich höre, dass unterbrechen? der. Herr Schönbach? Ja, Herr bitte. Schönbach, darf ich kurz unterbrechen? Ja. Sonst laufen wir zu weit weg von dem Thema. Okay. Gibt ja auch ein Gesetz, das verbietet, den Nationalsozialismus zu verharmlosen. Wenn jetzt die Medien hingehen wie Korrektiv und vergleichen ein Treffen mit der Wannsee-Konferenz, wenn sie die Aussage, dass straffällig gewordene Migranten abgeschoben gehören, damit vergleicht, dass Juden im Dritten Reich deportiert wurden, dann ist das doch eine Verharmlosung der NS-Zeit. Da müsste die Staatsanwaltschaft doch gegen vorgehen. Was soll ich dazu sagen? Sie haben recht, es ist ungeheuerlich. Aber offensichtlich scheint es, ich weiß es nicht, es scheint offensichtlich so arg zu stehen um diejenigen, die Sorge haben, dass sie Machtverlust erleiden müssen, dass sie glauben, dass alles möglich ist. Ohne Beweise, einfach nur Mutmaßungen, das kann es im Prinzip nicht sein. Aber Sie haben recht, ich kann dazu nebenher ja nicht sagen, Sie haben recht. Gut, Sie wollten gerade noch was sagen, wo ich Sie unterbrochen habe. Was mir wichtig ist, wenn ich als einfacher Mediennutzer nichts anderes weiß, dann höre ich allerdings die Berichterstattung aus dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Und dort ist ein hochrangiger Vertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und der in seiner Erklärung sagt, und ich kann das ja nur wiedergeben, ich bin ja nicht dabei gewesen, und der sagt in seiner Erklärung, Sie haben von dem Treffen gewusst, Sie haben wissen, wer dabei war, aber sowohl das Personal, das dabei war, als auch die Inhalte waren von keiner strafrechtlichen oder anderen verfassungsmäßiger Relevanz. Punkt. Und wenn ich das höre, dann ist alles das, was ich in den letzten Wochen erlebt habe und in den letzten 2, 3 Wochen erlebt habe, ein grandioser Popanz, der gegen uns in diesem Fall die Wertungen auch genutzt wird. Das ist der eigentliche Skandal. Diese Demonstrationen, die stattgefunden haben gegen rechts, zeigen die nicht auch, dass das Volk unheimlich wichtig ist? Dass das Volk tatsächlich die Macht hat? Sonst könnte man sich diesen ganzen Popanz da ja sparen, immer auf das Volk einzuwirken, auf die Meinung des Volkes, auf die ja veröffentlichte Meinung, die ja nichts zu tun hat mit der öffentlichen Meinung. Zeigt es nicht, dass das Volk tatsächlich die Macht hat? Wissen Sie, was ich meine? Ich weiß, was Sie meinen. Tatsächlich geht es aber darum, dass die Straße nicht die Demokratie abbildet. Die Mehrheit auf der Straße ist nicht das, was die Demokratie und die Bevölkerung ausmacht. Das heißt, für mich ist also dieses Auftreten in Demonstrationen auf der Straße hat nicht für mich die Relevanz, um dazu eine Aussage zu treffen, ob das, was da jetzt gesagt wurde, nun richtig oder falsch ist, wenn Sie das meinten. Ja, ich meinte mehr, dass es so viele Anstrengungen gibt, das Volk in eine gewisse Meinungsrichtung zu So. drücken, ja, und das eigentlich zeigt, wie viel Macht das Volk hat, weil sonst können sie sich das sparen, sonst hätten sie überhaupt nicht diese ganzen Demonstrationen veranstalten können. Es geht ja immer darum, die breite Masse in irgendeine Richtung zu treiben, und das ist für mich ein Anzeichen, dass das Volk an sich tatsächlich die Macht hat. Also das Volk hat zweifelsohne die Macht. Aber das, was wir jetzt in den Demonstrationen erleben, vor allem diese ganz seltsame Konstellation, die Teile der Bundesregierung setzen sich an die Spitze einer Demonstrationsbewegung, die sie selbst und durch andere linke Gruppen in diesem Falle organisieren lassen, das Ganze begleitet durch die Medien, das ist eigentlich gespenstisch. Jetzt könnte man daraus schließen, das sei die Macht des Volkes. Das will ich auch gerne glauben, aber die Macht des Volkes drückt sich am Ende an der Wahlurne aus. Und das, was jetzt gerade geschieht, diese Art der Kampagne, diese Art der Verleumdungskampagne, das wird im Prinzip, und Sie hatten es ganz vorher mal gesagt, das wird zum Bumerang. Ich weiß, was Sie damit meinen, mit der Macht des Volkes, aber hier wird ja nur so getan, als hätte man das Volk auf seiner Seite. Die wahre Macht im Volk liegt möglicherweise am Ende nächsten Jahres bei der Bundestagswahl. Und da hoffe ich, dass sich die Macht des Volkes, der Demokratie dann auch wirklich manifestiert. Ein gutes Schlusswort, Herr Schönbach. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ja, kein Problem. Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen auch sehr fürs Zuschauen, für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie unseren Kanal. Werden Sie aktiv. Werden Sie Mitglied der Werteunion, entweder im Verein oder in der neuen Partei. Ja, dann lassen Sie ein Like da, lassen Sie einen Kommentar da. Ich danke Ihnen ganz herzlich und bis bald.